Sehr geehrte Damen und Herren, in Europa herrscht Krieg. Und das muss man auch klar benennen. Russland hat Völkerrechtsbruch begangen und als Europäische Union werden wir das nicht ungestraft lassen. Österreich beteiligt sich an den europäischen Sanktionen, auch wenn dies einen Preis für unsere Wirtschaft bedeutet. Wenn ein Land das Prinzip der Freiheit, der Souveränität und des friedlichen Zusammenlebens gewaltsam mit Füßen tritt, gibt es keine Alternative. Und dann sind wir auch bereit, den Preis hierfür zu bezahlen. Die Sanktionen, die die Europäische Union in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten verhängt hat, werden Russland ins Mark treffen. Sie tun das besonders bei Russland, sie tun Russland weh. Und sie werden Russland erheblich mehr wehtun als Europa, die Staaten der Europäischen Union oder Österreich. Die wirksamste Waffe sind aus meiner Sicht die Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Viele der 630 Milliarden Dollar Reserve sind nicht physisch mit Gold hinterlegt, sondern sind als Forderungen eingefroren. Damit drehen wir Putin den Geldhahn zu und erschweren ihm die Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine. Sehr geehrte Damen und Herren, die gute Nachricht für Österreich ist, die Auswirkungen der Sanktionen, so wie wir sie jetzt sehen, sind für den österreichischen Wirtschaftsstandort überschaubar. Es gibt drei Bereiche, die wir sehr gut beobachten müssen und auch beobachten. Das erste Thema, der Export. Das zweite Thema, Energie. Und das dritte, wie sich die Lieferketten entwickeln. Russland und die Ukraine sind beispielsweise wichtige Produzenten für Stahl, für Palladium oder auch für Weizen. Als erstes zum Export. Österreich ist überproportional vom Export abhängig. Das wissen Sie, dass jeder sechste Euro in Österreich durch den Export verdient wird und jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich entsprechend mittel- oder unmittelbar vom Export abhängig ist. Wir haben rund 650 österreichische Unternehmen, die in Russland tätig sind und rund 200 Unternehmen, die in der Ukraine tätig sind. Aber nur 2% der österreichischen Exporte gehen nach Russland. Wir sprechen hier von Volkswirtschaften, eine volkswirtschaftliche Verbindung, die nicht mehr so stark ausgeprägt ist wie früher. Ein Totalembargo würde das österreichische Bruttoinlandsprodukt langfristig mit geringeren Auswirkungen belasten. Die Experten rechnen mit einem BIP-Rückgang von 0,4 bis 0,5%. Das kann kurzfristig auch höher sein. Insgesamt herrscht im Moment aber kein Grund zur Panik. Im Krisenkabinett beobachten wir die unterschiedlichen Bereiche sehr genau und unterstützen die österreichischen Unternehmen bestmöglich in ihrer jeweiligen Situation. Die österreichische Wirtschaft hat, wenn man so will, bereits seit 2014 Erfahrungen mit Auswirkungen der Sanktionen und hat den größten Teil auch dort bereits gesehen als Auswirkung auf den Wirtschaftsstandort. Wir waren aber flexibel und anpassungsfähig und das ist ein großer Vorteil unseres österreichischen Standortes, unserer Unternehmen und haben viel kompensiert. 2014 haben wir bereits Garantien für Unternehmen aufgelegt und hier arbeiten wir an einem neuen Paket, das, sollte es notwendig sein, auch aufgelegt wird, dass dann österreichische Unternehmen, die betroffen sind, auch nutzen können. Es braucht aber auch die Unterstützung seitens der Europäischen Union, das wurde ja von Präsidentin von der Leyen angekündigt. Für jene Länder, die stärker mit Russland verflochten sind und dazu zählt sicherlich auch Österreich. Dazu sind wir bereits in Gesprächen mit der Europäischen Union und ich werde mich morgen mit der Wettbewerbskommissarin Margret Vestager auch dazu austauschen. Das zweite große Thema ist der Bereich der Energie. Die Europäische Union und Österreich haben sich in den vergangenen Jahren in die Abhängigkeit von russischem Gas begeben. Das war einfach. Das war billiger und es war auch bequemer.
In Zeiten des Friedens ist das auch überhaupt kein Problem, aber die Lage hat sich dramatisch verändert. Und daher braucht es nun umso mehr Tempo, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren und die Resilienz Europas zu erhöhen und auch Österreichs. Österreich muss mittel- und langfristig freier von russischen Energieimporten werden. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar und dass das einige Schritte benötigt. Ich bin daher sehr froh, dass die Energieministerin meinem Vorschlag gefolgt ist, entsprechende Maßnahmen zur Gasbevorratung zu ergreifen, und sie werden jetzt gerade ausgearbeitet. Die zuständige Ministerin Gewessler hat bereits garantiert, dass die Haushalte, dass es dort zu keinen Engpässen kommt. Die Gefahr ist aber für die österreichischen produzierenden Unternehmen und die österreichische Wirtschaft gegeben, mit Auswirkungen, die wir sehr wohl spüren werden, wenn es hier zu Reduktionen kommt. Und deshalb müssen wir jetzt Weichenstellungen vornehmen, sodass wir in Zukunft diese Abhängigkeit reduzieren. Die Gasbevorratung ist eine mögliche Maßnahme. Für die Energieversorgung braucht es aber noch weitere Maßnahmen, und das ist als erstes natürlich die erneuerbaren Energien auszubauen. Das darf kein Lippenbekenntnis mehr bleiben, und wir müssen hier vor allem bei den schnelleren Verfahren ansetzen. Wir brauchen diese Novelle des UVB-Gesetzes jetzt und wir brauchen sie rasch. Denn wir haben sehr viele Projekte, die ausständig sind, die uns helfen, den Anteil an erneuerbarer Energie noch zu erhöhen, und wir werden ihn brauchen. Das heißt, hier schneller zu werden, ist ein Muss und keine Kann-Situation. Wir müssen unsere Bezugsquellen diversifizieren. Wir müssen schauen, dass wir neue Partnerschaften aufbauen, neue Zugänge bekommen, und das tue ich, indem ich sehr viel im arabischen Raum jetzt unterwegs bin. Ich war im Oman dazu, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, werde auch nach Katar entsprechend fahren, und ich werde im März in Saudi-Arabien sein. Auch hier Gespräche zu suchen ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen uns Zugänge zu Flüssiggas schaffen. Das ist kostenintensiver und sicher kurzfristig schwierig, das russische Gas zu substituieren, aber es gibt hier keine Alternative dazu. Wir müssen rasch Flüssiggasterminals in Europa ausbauen, vor allem auch im Hinblick darauf, dass wir dieses auch für grünen Wasserstoff als Infrastruktur nutzen können. Und ganz besonders für Österreich ist wichtig, wir brauchen eine effiziente Nutzung von Biogas. Wir können über 20% der Primärgasimporte über heimische Biogase substituieren. Wir müssen hier aber die Kreisläufe schließen und müssen hier investieren und noch stärker diesen Bereich vorantreiben. Das alles hat ein Ziel: Österreich und die Europäische Union dürfen nicht erpressbar sein. Sehr geehrte Damen und Herren, es gilt jetzt geeint zu agieren und mit einer Stimme zu sprechen. Und das trägt die Wirtschaft Österreichs mit und auch das Wirtschaftsministerium. Die Sanktionen gegen Russland sind hart und haben massive Auswirkungen. Man sieht das bereits jetzt auf die russische Wirtschaft, und das war auch die Absicht. Diese Auswirkungen nehmen wir in Kauf. Denn eines ist klar: die Freiheit, die Souveränität und das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer dürfen kein Preisschild haben. Herzlichen Dank.